Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und dieses Video kommt jetzt am 24. um 0 Uhr und nicht wie gewohnt 18.30 Uhr. Und das hat seinen Grund. Heute ist Heiligabend, heute solltet ihr die Zeit mit euren Familien verbringen und könnt dieses Video anschauen, wann ihr wollt. Ihr könnt es euch den ganzen Tag anschauen, ihr könnt es euch morgen anschauen, ihr könnt es euch übermorgen anschauen. Darum geht's nicht. Heute möchte ich euch nicht zu viel Zeit stehlen, möchte euch auch nichts groß vorstellen, sondern nur ein kleines Unboxing mit euch machen und euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen. Deshalb, bevor ich jetzt hier anfange mit diesem kleinen Haul oder wie man das nennen soll, ich habe hier vier Pakete, die ich teils gebraucht, teils neu gekauft habe und gerne mit euch auspacken möchte. Aber bevor ich damit anfange, wie gesagt, wünsche ich einen wunderschönen Heiligabend, zwei tolle Feiertage. Ich hoffe, ihr seid mit den Menschen, denen ihr lebt, zusammen. Es gibt auch andere Wege, Menschen, die man liebt und die einem am nächsten stehen, einfach einen schönen Tag zu machen an solchen Tagen, ohne dass man sie jetzt direkt sieht. Corona darf dafür keine Ausrede sein und verbringt die Zeit mit euren Lieben. Macht ihnen eine Freude. Und wenn es nur ein Anruf ist, alles ist besser, als Corona als Ausrede zu benutzen, dass man sich keine Zeit genommen hat, sich mit seinen Lieben zusammen zu besinnen. Warum es auch nur dieses kleine Video hier gibt, mit ein bisschen was auspacken und ein bisschen was erzählen, hat einen anderen Grund. Eigentlich hätte ich gerne ein Special gemacht, aber die Weihnachtszeit ist für mich immer eine sehr aufwühlende Zeit. Zumindest seit letztem Jahr. Ich habe immer so schleierhaft von dem Unfall erzählt, warum ich kurze Zeit nur mit einem Arm arbeiten konnte. Und bin da nie näher drauf eingegangen. Und ich möchte auch heute gar nicht zu nah drauf eingehen. Es sollte die Info reichen, dass es sich dabei um einen Verkehrsunfall handelt. Unsere Randdaten sind einfach, bei meinem Fahrzeug ist was kaputt gegangen, ich war der einzigste Geschädigte in dem Fall. Hab aber Bekanntschaft mit einem Hang gemacht und mit einem Wald, zwei Bäume gefällt. Und dass ich eigentlich so in Anführungszeichen unverletzt, bis auf das Problem mit dem Arm, was mit einer ausgekugelten Schulter zusammenhängt, wo auch bei der Schulterpfanne was kaputt gegangen ist, ist nichts passiert. Das ist so mein persönliches kleines Weihnachtswunder. Ich hätte an dem Tag genauso gut sterben können. Die Zeit war für mich aber viel aufwühlender jetzt als gedacht. Und deshalb kam ich ganz ehrlich nicht dazu, irgendein großes Special für euch zu machen. Und ich denke, ihr versteht das. Ich möchte euch einfach danken. Es ist jetzt fast ein Jahr rum, wo dieser YouTube-Kanal existiert. Und wir hatten eine wirklich, wirklich wundervolle Zeit bis hierher. Und ich hoffe, das geht auch noch lange so weiter. Und jetzt, wo ich gesagt habe, was ich zu sagen hatte, würde ich sagen, kommen wir mit der Stimmung wieder ein bisschen positiver, wie es zu Weihnachten auch sein sollte. Und wir machen zusammen Pakete auf, was so viele von euch heute auch machen werden. Und wie gesagt, ich habe hier vier Pakete. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem kleinsten an und enden mit dem größten. Ich weiß selber nicht hundertprozentig, was drin ist, weil teilweise habe ich die Sachen schon vor längerer Zeit bestellt. Mal hat der Verkäufer ein bisschen getrieft, mal hat es bei der Post länger gedauert. Der Post kann man es aber nicht vorwerfen. Ich war selber schuld. Eigentlich hätte ich es der Post gar nicht zumuten sollen. Aber ihr wisst, was das ist. Wenn ihr da ein Angebot seht auf eBay oder ähnliches, dann kauft ihr es halt. Gerade bei den Auktionen hat man halt auch nicht ewig Zeit und kann sich leider nicht raussuchen, ob man den Postboten noch mehr belastet. Tut mir leid, dass ich euch damit nochmal mehr Arbeit gemacht habe, liebe Postboten. Ich hoffe, dass diese verrückte Zeit für euch so schnell wie möglich vorbeigeht. Auf jeden Fall haben wir hier ein kleines Paket. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Aufreißlasche. So, das Aufreißen habe ich mir jetzt ein bisschen cooler vorgestellt, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Und da drin haben wir etwas ganz Feines, auf das ich mich schon länger gefreut habe. Und zwar haben wir hier drin den Kobi Panzer 5, den Panther. Das Set wollte ich schon länger haben, habe es irgendwie nie bestellt, kam nie so wirklich dazu und habe das Set dann auf bücher.de gefunden. Ist jetzt nicht die führende Kraft dafür, um Klemmbausteine zu bestellen. Es war aber dort im Angebot. Ich habe das aber vor einem Monat bestellt und die hatten die ganze Zeit Lieferschwierigkeiten. Deshalb habe ich da halt relativ lang gewartet. Aber jetzt ist er endlich da. Auf das Set bin ich sehr gespannt. Leider, wenn ich mir die Verpackung anschaue, hat die es nicht ganz überstanden. Das ist sehr schade, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer mehr zum Standard, dass die Originalverpackungen leider ein bisschen kaputt ankommen. Nicht nur bei Kobi, sondern auch bei Lego und anderen Sets, was ja nicht am Hersteller liegt, also nicht an Kobi und Lego, sondern an den jeweiligen Händlern. Es wird ein kleines Set für zwischendurch und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, da wird in nächster Zeit eine Review dazu kommen. Dann haben wir hier noch so ein Paket und wir haben endlich ein kleines Unboxing-Messer. Und liebe Kinder, falls ihr zuschaut, unterschätzt Cutter- und Teppichmesser nicht. Die Dinger sind sauscharf. Und wenn ihr da mal richtig abrutscht, könnt ihr euch richtig wehtun. Also immer schön aufpassen. So, dann machen wir das ganze gute Stück mal auf. Und was versteckt sich darin?
Mysteriös, mysteriös, darin haben wir noch eine Umverpackung. Habe ich jetzt so in der Form noch nicht gesehen. Dann ziehen wir das Ganze mal raus. Ah, das ist auch cool. Das ist auch wirklich cool. Und zwar haben wir hier das Luban Battle um Kursk Set darin. Das habe ich von einem privaten Ebay-Händler bei einer Auktion gekauft. Hab's für 12,50 Euro bekommen. 5,99 Versand kommen noch mit dazu. Diese Person hat sich das halt selber damals wahrscheinlich aus China importiert. Neupreis von dem Set sind eigentlich so um die 50 Euro. Hat's nie aufgemacht. Also das ist noch original verpackt, so wie es angekommen ist. Da seht ihr auch drin, das sind alles noch die Tüten mit dabei. Ist ein großes Militärset von Sluban mit knapp 1000 Teilen und stellt eben eine ganze Schlacht dar. An der Stelle Props an den Verkäufer und an die Post, dass das Set heute schon gekommen ist. Ich hätte nie gedacht, dass das vor Weihnachten noch ankommt. Ich habe das Set tatsächlich am 20. Dezember 19 Uhr bestellt, beziehungsweise ersteigert auf eBay, und es kam am 22. Dezember schon bei mir an. Es war super verpackt und ich sage immer wieder, kauft gerne solche Sets. Gerade wenn sie noch original verpackt sind, könnt ihr ja wohl nichts falsch machen und ihr spart dadurch nochmal ordentlich. Also guckt euch auch gerne mal auf solchen Plattformen um. Auch von diesem Set wird es natürlich in nächster Zeit mal eine Review geben. Jetzt werden die Pakete schon größer. Das ist jetzt nicht der schönste Bildausschnitt, den ihr seht, aber ich mache das Ganze einfach mal auch mit euch zusammen auf. Und ihr könnt euch an der Verpackungsart schon denken, wir haben hier ein gebrauchtes Set. Aber was genau haben wir denn hier? Beziehungsweise haben wir hier ein neues Set sogar, aber auch wieder von einem privaten Händler, der es eben nicht gebaut hat. Und zwar haben wir hier ein Set von Kobi mal wieder. Und das ist die Electronic Series. Das waren anfängliche Gehversuche von Kobi. Klemmbausteine mit Bluetooth-Steuerung oder eben auch per Steuerung mit Fernbedienung elektrisch zu betreiben. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute kennen diese Sets gar nicht. Und ich habe sie davor auch nicht gekannt und habe mich gefreut, das Set für um die 25 Euro zu kaufen. Ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, was das Set hier für mich bereithält. Ich habe mich extra nicht spoilern lassen und irgendwelche Reviews oder so davor angeguckt, weil ich möchte natürlich mal schauen, wie so die ersten anfänglichen Kobi-Laufversuche mit Elektronik gelaufen sind, weil Kobi hat ja jetzt nichts mehr so wirklich davon im Sortiment. Also ich bin mal gespannt, ob das Vorzeichen sind dafür, dass Kobi sich dann bisschen verschätzt hat und vielleicht nicht das beste Set gebracht hat. Ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall haben wir hier den roten Jeep Wrangler aus der Electronic Series von Kobi. Nennenswert ist auf jeden Fall, das Ding kommt in der Blechbox. Das ist ganz cool. Und dann kommen wir nochmal zum größten Paket. Da seht ihr jetzt schon gar nichts mehr. Dementsprechend machen wir es einfach mal ganz schnell zusammen auf, dass wir wieder ein schöneres Bild bekommen. Ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern. Das ist ein Paket von Modbricks und eins vor allen Dingen, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Ich mache es einfach mal auf und guckt euch mal schon den ersten Bildabschnitt an. Und zwar, ich hole mal die Sachen jetzt einzeln für euch raus. Haben wir einmal von Ding Gao aus der S-Cartoon-Reihe die DG3306. Die Star Wars-Fans wissen, was das ist. Wie gesagt, von Modbricks bestellt. Da haben wir auch hier den Sticker. Und auch dazu wird es, wie immer, eine kleine Review in nächster Zeit geben. Dann haben wir hier ein Set von Modbricks direkt. Und zwar ist es die 18269026, 217 Teile. Und zwar ist es eine Ehrenmedaille, die Pour le Mérite. Sprachen lernen, Bubble. Ich kann die Sprache nicht, also bitte nicht verurteilen. Davon wird es natürlich, ihr könnt es euch schon denken, auch in Zukunft nochmal eine Review geben. Und dann haben wir noch was, was ich sehr, sehr, sehr gut gebrauchen kann, weil ja in letzter Zeit dieser Kanal sehr oft schon Speed Champions Autos, beziehungsweise von Herstellern, die ähnlich wie Lego Speed Champions sind und natürlich auch echten Speed Champions von Lego, es da einige Reviews in letzter Zeit gab, haben wir hier die Famous Car World. 130 Teile und zwar ist es eine Garage von Sembo, die 5109. Die ist eigentlich schon relativ weit verbreitet. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass noch nicht jeder von euch die Garage kennt. Und dementsprechend wird es dafür auch nochmal eine Review geben. Und diese Garage dürfte nur ein Teil quasi hiervon sein, als auf der Verpackung ist. Das ist wahrscheinlich so dieses Lego wie bei der chinesischen Mauerprodukt. Kauf zwei, dann hast du zwei. Deshalb wird es hier so beworben. Im Normalfall dürfte das nur eins von diesen Abteilen hier sein. Und pro Garage ist Platz für jeweils 6 Fahrzeuge. Aber darauf gehe ich natürlich auch dann in der Review nochmal näher ein. Und das war's auch schon, meine Freunde, mit diesem kleinen Extra-Video an Heiligabend. Wie gesagt, habt eine wunderschöne Zeit. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Auch wenn es auf diesem Kanal eigentlich keine Hauls in diesem Sinne gibt, sondern eigentlich Reviews. Wenn euch die interessieren, könnt ihr die natürlich trotzdem gerne angucken. Gibt's auch eine Playlist dazu.
Und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.